wie man es auch dreht und wendet. Es kommen stets drei Dinge zueinander. Der Lernende, die Inhalte und die Form, in der beide sich begegnen. Die Idee des Nürnberger Trichters, das Wissen einfach im Kopf zu verankern, kann dabei nicht funktionieren. Denn das Gehirn kann nur mit Hilfe der eigenen Sinnesorgane wahrnehmen und so Erfahrungen sammeln. In der Idee des Konstruktivismus stellt der Lehrende einen Rahmen zur Verfügung, der die Lernenden auf unterschiedlichste Art ansprechen kann und sie bei ihren Vorerfahrungen abholt, dabei aber neue Rätsel aufwirft. Hier soll dann die Motivation bei den Lernenden entstehen, sich mit dem Neuen auseinanderzusetzen und es an das schon Bekannte anzuheften. Lernerfolge entstehen und dadurch bei dem einen oder anderen die Motivation, am Lernthema weiterzuarbeiten.